Willkommen zurück bei Age of Empires 3. Ich hoffe, heute passt alles von den Einstellungen her, dass der auch mein Mikrofon mit aufnimmt. Und ich hoffe, es passt auch die Lautstärke. Deswegen schauen wir uns einmal um hier. Wir haben hier schon eine kleine Armee aufgebaut. Wir brauchen natürlich mehr und natürlich Nahrung haben wir da schon. Wir müssen schnell mehr Handelsposten bauen. Ohne sie sind wir verloren. Ja, komm, chill. Die müssten doch eigentlich eh für da reichen, oder? Nani? Oder was sagt die Nani dazu? Die stelle ich mal darauf. Okay, vielleicht nicht unbedingt darauf, aber ich brauche einfach nur irgendeine, die mir dann Handelsposten baut. Den mit dem komischen Kirschkarten alle haben, keine Ahnung. Gut, hier sind die alle drinnen. Der ist auch schon da. Hilft ja nichts, wir brauchen mehr Nahrung. So, liebe Nani, ich brauche wieder was von dir. Und wieder schon die 10. Aha, okay. Man sollte sich auch auskennen, normalerweise. Kann der Handelsposten bauen? Okay. Ich probier's mal mit dem Trupp einfach. So, wir nähern uns den Toren. Und während diese mich auch bald zerstört haben, dieser Teil könnte sich ja schon mal um die hier kümmern. So. Die ganzen Bogenschützen können ja schon mal die angreifen. Aber ich glaube, das geht sich eh nicht aus. Wir sind schon mal durch. Aber ob das auch reicht? Schauen wir mal einfach. Wir gehen auf Verstärkung rein. Okay. Ich scheine hier ja mehr lästiger Natur zu sein. Verstehen wir zumindest den Turm da. Schicken wir mal Verstärkung rauf. Ist ja noch nichts verloren. 55, 80, oh Gott. Ja, da haben wir wieder 3. Das passt uns gut. Kriegen wir schneller Nahrung. Machen wir den mal weg, dann müssen wir noch die Hügelburg hier weg aus dem Weg schaffen. Und dann holen wir uns, was holen wir uns? Wir brauchen Häuser. Und so sparen wir auch Rohstoffe, also wieso nicht? Ishidas Präsenz wird ausgelöscht. Errichte rasch einen Handelsposten und sichere das Gebiet. Ja, nur kein Stress. Holz haben wir ja genug, passt da. General, Ishida zwingt unschuldige Dorfbewohner für ihn zu kämpfen. Wir müssen ihn aufhalten und die Kaserne zerstören. Aha. Unschuldige Dorfbewohner. Okay, der ist noch schlechter bewacht. Nochmal die Häuser vernichten. Okay. Hier hinten haben wir ja die. Die sollen ja einfach mal beim Handelsposten stehen bleiben. Wollen wir uns hier mal ein paar Häuserchen hin. Ohne dafür Rohstoffe zu brauchen. Ist doch praktisch eigentlich. Okay, was, ich lasse die hier noch da. Die schicke ich schon mal nach vorne. Fahren mal hier so hin. Wir brauchen ja hier dann einen Angriffstrupp.
So da. Ja, er hat seinen Hafen. Ich würde auch gerne wissen, was mit dem Hafen da drüben abgeht. Schicke ich halt mal einen hin hier. Ah ja. Ishida verbündet sich also mit Piraten. Zieh nach Westen und zerstöre dieses gefährliche Bündnis. Okay. Ach so. Welches gefährliches Bündnis? Weißt du was, dann schicke ich die mal da runter. Der mit seinen Piraten, der soll mich mal einschalten. Das war ja früher immer die Dogo-Werbung. Schneller! Ohne Nachschub sind unsere Männer erledigt. Öffne die Straße! Was hat der für ein scheiß Problem? Aha, ein Piratenschiff. Warum greift es uns nicht an? Okay, gut. Ishida ist schwach. Wir verraten ihn unter einer Bedingung. Sein Tod muss qualvoll sein. Stahlvoll. Okay, wir haben jetzt da wieder was Schönes. Unsere Spione haben einen Schwachpunkt in Ishidas Verteidigung entdeckt. Wir sollten vom Meer aus angreifen. Aha. Okay. Was die alles von einem verlangen, unfassbar. So, dann schieb ich mal da rein. So, reparieren, reparado, okay. Nachdem das hier unsere Festung ist. Hier. Kann die keine Mauern bauen oder was? Aber eine Burg, die könnte hier nicht schaden. Okay. Geht da was weiter hier? Ha! Was, Papachi? So. So, diese lästigen Zeichen. Ergreif an! Okay, die Samurai sind echt lästig. Das finde ich aber gut, dass die lästig sind. Machen wir gleich mehr davon. Apropos, Stahl könnte auch nicht schaden, oder haben wir schon irgendwo einen? Okay, hier sind wir nicht sehr weit gekommen, leider. Schick mal die hier dazu auf. Wir müssen nachproduzieren. Ah ja, siehst du, den können wir dann auch noch dazu bauen irgendwo. Hä? Die Gebäude schauen ja aber irgendwie ziemlich gleich aus, alle. Joini.
Gut, dann brauche ich mal da drüben einen Angriffstrupp auf meinen nächsten. Ja, das reicht eigentlich schon. Wir sollten ihn übers Wasser angreifen. Wenn er meint, dann machen wir das halt. Also, ich habe da nichts dagegen. Können wir gerne machen. So, greif mir halt von hinten an. Ach so, da geht's wohl eher um. Okay. Um die da hinten. Ja, dann holen wir uns die mal. So, und weg damit. Weg mit diesem Gesindel. Ja, der lebt ja noch. Gut, dann zerstören wir halt alles. Bin ich schon zum Reden zu doof. Ich brauch trotzdem mehr, also was bauen wir hier? Nahrung habe ich ja jetzt genug, eindeutig. So. Ishida hält die Straße noch immer. Treibe einen Keil zwischen seine Stellungen und lösche sie aus. Ja, ja, komm. Jetzt von hinten aufräumen. Ach so. Hoppala. Für die Artillerie, schwere Kanonen. Ja, mal die Portugiesen. Ah, halt, was ist denn da oben los? Na, erst. Weg mit euch hier. Was denn jetzt? Ihr Pferde taudeln. Oh Gott, wie viel kommt da noch nach? Okay, alle werden es wohl nicht schaffen. Dann stehe ich halt immer nach da. So, meine Pferde, ich will Pferde. Also gebt mir Pferde. So, uns geht das Gold aus. Mal durchschauen hier. Die können ja mal weiterfällen, okay. Und ich glaube, die drei sind fürs Gold zuständig. Könnte dies möglich sein? Oh ja, und wenn wir schon dabei sind. Rohstoffe schauen ja nie. Aha. Dann kriegen wir doch noch was zusammen hier. Naja. So, eins noch. Oder ne, passt schon. Dies wird dann der nächste Angriffstrupp werden. Hoho, dies. So. Und das schon wieder los. Ist die auch ein bisschen lästig?
Jawohl, wir haben sie. Also, zwei schon? Okay. Wir kommen aber schnell an. Also, wir kriegen da pro zwei gleich her. Cool. Na dann. Attacke! Diesmal sollen wir uns ja probieren zum Aufhalten. Diesmal wird das Ganze eine sichere Sache werden. So, die mal aus dem Weg räumen, damit die schneller durchkommen. Natürlich. Uiuiui. Aber auch keine schlechte Idee, weil die fetzen jetzt da unten oder was? Okay, passt. So, und jetzt, komm schon. Jetzt ist aus für die. Ah, danke. Und weg mit euch. Jawohl, verpisst euch von unserem Land. Von Island, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, es ist unser Land. So, die machen jetzt natürlich nicht so viel Schaden an Gebäuden, aber ja. Gegen andere Einheiten sind die natürlich nicht so schlecht. Hier Schreinwagen. Kann auch nicht schaden. Na, haben wir es ja bald. Befreit das Land von ihnen und macht die Verteidigung bereit. Was für Verteidigung? Ziele. Okay, mit einem Ausposten muss überleben. Okay, und wie groß ist diese Verteidigung dann? Die Tokaido-Straße ist unser einziges Ziel. Wir müssen eine Handelsroute öffnen, und zwar schnell. Ja. Schlagen wir uns da weiter durch. Na, bis wie lange müssen die überleben? Okay, mit die paar Einzelmänner da. Gehen wir es mal weiter an. Die Kontrolle über die Straße gehört uns. Jetzt müssen wir den Versorgungsfluss offen halten. Den Versorgungsfluss, okay. Das bedeutet für mich eigentlich nur eines. Komme ich denn hier schon ins dritte? Boah! Alter, okay. Nicht echt mal ins dritte. Schiss an deine Galerie wegen der. Sehr gute Feinde. 6 junge Einheiten bauen aus einem verbesserten Arsenal, ein Meteorisch K3, Arsch, irgendwas. Ja, mal das. Und der Rest da. Ja, ist jetzt zwar nicht so viel, aber naja, gut. Ich habe sowieso schon überhaupt keine Zeit gerade. Okay, ich würde sagen, wir machen Vierteln. Wenn wir doch nur mehr Gold hätten.